Ach so, ist keine Mauer. Und wie ich sehe, brauche ich nicht meine Wagenarmee. Ja, Leute, das machen wir jetzt einfach automatisch, oder? Ja, ich will aber auch ein paar Schlachten zeigen. Eigentlich finde ich das ja ganz cool. Ach komm, das machen wir mal selber. Kann ich das mal eben zeigen mit dem Steuerung G, mit dem Festlegen und so. Aber wie gesagt, ich werde dann jetzt im Anschluss solche Schlachten dann meistens nicht machen, außer ich will sehen, wie das Gebiet aussieht oder ich will neue Einheiten zeigen und so. Ansonsten mache ich wirklich nur noch Schlachten selber, die auch spannend sind und groß sind und so. Also nicht groß, aber spannend. So. Ganz kurz, ich zeige es euch nochmal schnell. Ich meine, die meisten von euch wissen das sowieso. Aber ich zeige es einfach mal ganz schnell. So, und zwar, ne, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so setze und die hier so setze. So, kann ich einfach alle markieren. Wenn ich es noch hinbekomme irgendwie. Bam. Und jetzt einfach String G drücken. Und schon sind die so fest, egal was ich mache. Ne, ich kann die jetzt nicht mehr irgendwie anders machen und so. Und spätestens, wenn wir dann Riesen und Trolle bekommen und so, ist das halt richtig fett. Da können wir uns dann coole Formationen überlegen und da geht's dann übelst ab sozusagen. Okay. Da kommt meine Verstärkung. So, Bogenschützen bringen sich in Position. Die können auch mal ein bisschen schneller laufen. So, ich werde jetzt gleich überfordert sein. Das weiß ich jetzt schon. So, gut, wir schicken jetzt alles drauf, Leute. Angriff. 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 Die sind leider nicht in Position, aber die kommen dann später noch nach. Das passt schon. Auch mal so hier. Nee, das ist dumm. Nee. Die bringen sich schon in Position. Die Spinnreiter schicken wir dann gleich alle drauf los, gleichzeitig. So, und die Streitwagen nicht vergessen. So, ihr geht mal mit, ihr geht auf mal auf die Axtkämpfe oder so. Ich weiß es nicht. Und Blinkemodus nicht vergessen. So, aber wir kommen jetzt relativ zeitgleich von beiden Seiten. Das ist cool. Versteckte Einheiten wurden entdeckt. Cool. So, aber du, mein Kollege, halte ich mal noch ein bisschen zurück hier eben. Stell dich mal am besten so ein bisschen in die Mitte hier. Das gefällt mir besser. So, Bogenschützen können losfeuern. Scheiß drauf. Alles drauf, was ihr habt. Aber die vergiften ja auch, ne? Die Einheiten, die sollten wir mal ein bisschen verteilen. Weil das ist ja ein Debuff. So, was haben wir hier mit dem? Achso, das ist, okay, ich dachte, das geht nur auf die in der Nähe, schade. Schuss abwehren mit Schild, ja, das hätte ich auch auslassen können, bringt gerade nichts, aber egal. So, hier geht alles los, das ist wunderbar. Was steht denn hier eigentlich noch? Hier steht, sind noch Bäume. So, dann würde ich jetzt nämlich jetzt mit den Spinnen mal zugreifen, schnell. Hier geht mal hier hin. Und dann hier hin. Hier steht ein bisschen scheiße gerade. Geht mal ein bisschen zur Seite. So, dass wir jetzt hier mal drauf chargen können von der Seite. Drauf. Das war jetzt nicht ganz die Seite, aber ein bisschen Flanke ist es auf jeden Fall. Okay, ihr geht mal hier lang. Ihr nervt hier. Ihr nervt hier gerade ziemlich dolle. Da kriege ich meine Spinne nicht durchgeschickt. So, drauf. Ah, ich glaube, die sind schon gleich down. Ja, es ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich fand es mal jetzt ganz cool hier. Jo, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Wo ist mein General? Die Wildschwein-Kavallerie hat schon wieder einiges abbekommen. So, General, General, wo bist du? Ja, du stehst scheiße. Das verpeile ich noch viel zu oft, Leute, ich weiß. So, und ihr lieben Bogenschützen. Ich komme hier gar nicht dazu, alle zu positionieren. Es ist schon viel zu früh vorbei hier. Ist man hier drauf? So. Okay, ich denke, das Ding ist durch. Aber man sieht, dass ich die Grafik noch mal ein bisschen höher bekommen habe, die Einstellung. Das läuft immer noch mit 60 Frames, wunderbar alles. Okay. Ja, hätte man sich das vielleicht auch sparen können, die Schlacht, ich weiß es nicht. Ich kann das immer schön einschätzen. Mir macht das auch so Spaß, aber über die Zeit werden wir das natürlich nur noch anspruchsvolle Dinger nehmen und machen.
Aber momentan habe ich mich auch einfach noch nicht satt gesehen. Ich finde einfach, dass das so geil aussieht. So, gut, aber wir können den mal noch ein bisschen ärgern, finde ich. Drauf. Drauf. Weil da rennt doch einiges weg. Das wollen wir nicht. Wir wollen das alles Todeshund nehmen. Und den Kommandanten müssen wir da bekommen. Wo ist denn der? Hier. Der soll auf jeden Fall sterben. Oh, ich habe mit Krimkor gar keinen Wag benutzt. Hier ist es, Leute. Komm, wir machen es mal aus Spaß. Ah, ein bisschen spät leider, ich weiß. Ah, das ist so übel. Also wir gegen den Kommandanten down. So, ich mach mal ein bisschen schneller hier. Der Kommandant ist down, oder? Nee, noch nicht ganz. Hier ist er. Jetzt ist er down. Schön, 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 schön. Das Gute ist, wenn man selber macht, kann man sich wenigstens darauf verlassen, dass man den Kommandanten platt machen kann. Ich weiß nicht, die KI wird sich da wahrscheinlich nicht ganz so sehr drauf konzentrieren am Ende. Mach mal Nahkampfmodus hier. So, okay. Entscheidender Sieg. Ja, aber unsere Verluste halten sich in Grenzen, das ist schon ganz gut. Ich glaube, die KI hätte bestimmt ein bisschen mehr verloren, könnte ich mir vorstellen. Und wenigstens so andere zwei, drei Folgen hätte ich schon mal gerne in der Schlacht, so, weil es kann ja auch mal vorkommen, dass man auf der Kampagnenkarte für eine Stunde alles wegrusht. Bei Stufe 15. So besetzen. Pilzsammler. Führerschaft plus 3 für Einheiten der Nachtgoblins. Und Reduktion vampirischer Chaoskorruption und so. Okay, cool. So, Bittersteinmine gehört uns. Wir müssen ja dann auch bald mit dem hier auch Wag bekommen, ne? Das müsste sich nach oben bewegen jetzt eigentlich. Ja, Änderung. Oh, da haben wir dann eine sechste Wag-Armee. So, was haben wir hier? Garnison von 6. Das sollte der alleine schaffen. Selbst wenn der hier mithilft. Aber ich denke mal, der wird sich eher nach Eckruhen zurückziehen, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mal sogar noch bewegen. Ich bewege den trotzdem erstmal. Wir könnten. Ne, plündern ist keine gute Idee. Bring den auch schon mal hier hin. So. Gut, 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 gut. Ja, bauen wir erstmal hier. Stapel Glitzerkram. Bin ich gar nicht so verkehrt. Oder wir bauen das, dass wir die Ordnungsstelle unter Kontrolle bekommen. Da muss ich die aber erst auf Tier 2 bekommen. Das geht momentan nicht, weil wir keinen Bevölkerungsüberschuss haben. Moment, dann bauen wir einfach das Gebäude hier. So, und wir haben auch noch 4000 Gold. Wie sieht's denn jetzt hier eigentlich aus? Ist da immer noch da Haarknollen? Was haben wir denn hier? Blutsperre. Ei! Ei, 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 ei. Die wollen mehr. Die wollen mehr, Leute. Da müssen wir jetzt aber ganz schnell was hinschicken hier. Boah, das ist eine übelst krasse Armee. Ey, das kann ich jetzt aber eigentlich gerade nicht gebrauchen, muss ich sagen. Das sind die Rebellen. Die sind übelst stark geworden. Scheiße. Ah, Moment. Diplomatie. Halt. Schauen wir uns ja niedrig. Ich hätte denen jetzt auch ein bisschen Gold bieten können. Ich will mit denen jetzt eigentlich erstmal keinen Stress haben. Das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht gebrauchen. Dann müsste ich meine ganzen Armeen umlagern. Hier werden wir bald einen Aufstand haben. Minus 14. Ja, ist ein bisschen blöd. Da muss ich die Armee hier plus Wag-Armee nach oben schicken. Ich muss mit dem jetzt irgendwie Frieden machen. Ich habe jetzt erstmal keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Oder ich baue eine zweite Armee, selbst das dauert zu lange. Ich probiere es nochmal. Sei, wo ihr Gott sei, bevor er klebt, hätte ja. Trotzdem niedrig. Warte mal. Das ist ein bisschen blöd.
Ja, der wird doch nächste Runde das schon einnehmen hier wahrscheinlich, oder? Also hätte ich am liebsten den nach oben geschickt. Na gut, ich kann es jetzt nicht ändern. Aber die Wagami wird das alleine nicht schaffen, so viel steht fest. So, euch muss ich dann jetzt hier schon mal nämlich ausbewegen. Ist das meine Wagami? Ich will es nicht hoffen. Das ist manchmal, das ist man mit dem, vor dem Banner, das nervt manchmal ein bisschen. So. Das sind halt auch nicht mehr so viele, ne? Na gut, dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie gelöst bekommen hier. So. Okay. Hier ist erstmal alles super. Hier warten wir noch auf den Bevölkerungsüberschuss. Wird noch 9 Runden dauern. Ja, würde schon Sinn machen, dann bauen wir mal hier das Gebäude hier. Können wir dann später auch wieder abreißen. So, Gehorsam ist immer noch auf 0. Aber ihr könnt das auf Stufe 2 bringen. So. Okay. Ich rate euch, eure Kriegstechnik zu verbessern. Lasst die Besten eures Volkes daran arbeiten, euer Wissen zu vermehren und eure Verfahren zu verbessern. Ich würde es erstmal sehr schnell probieren, hier rüber zu kommen, damit wir die Achnarok-Spinne dann noch bauen können. Das geht nämlich erst mit dem Gebäude, plus wenn wir das hier erforscht haben. Ne? Bewegen wir uns erstmal hier lang. Also als erstes kriegen wir... Ah, das haben wir schon fertig. Lasttiere. Munition plus 20% für Bogeneinheiten der Grünheu. Das ist ziemlich nice. 6 Runden dauert das. So. Hier haben wir noch einen Punkt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht bei denen sogar mal Trefferpunkte erhöhen will. So schlecht kann das eigentlich gar nicht sein. Waffenstärke 6% wäre auch gut. Plus 4. Hm. Oh, tödliche Klinge. So. Okay, das könnte jetzt ein bisschen nerven, mit denen im Norden. Aber das gehen wir hoffentlich irgendwie hin. Habe ich ein bisschen unterschätzt, wie krass schnell die da wieder an Macht gewinnen. Aber ich habe es immer noch bemerkt, bevor er mich angreift. So. Muss ich mal ein bisschen schneller machen, wieso bleibt denn das nicht so? So, wir sollen eine Armee aufstellen. Ja, sollten wir vielleicht wirklich mal machen. Oh, der ist jetzt schon vor Squickhornberg. Und das ist keine zu unterschätzende Armee, was der hier hat. Das ist schon uncool. So, wir müssen jetzt erstmal... Ah, das passt nicht ganz. Tunnelweg nutzen? Nächste Runde können wir den dann angreifen. So, okay. Mich nervt immer noch ein bisschen, dass der hier die ganze Zeit nicht plündert mit seiner Wagenarmee. Ey, das muss jetzt mal langsam aufhören. Kann ich jetzt Diplomatie das beenden mit dem, dass er sich da verpisst? Das wäre super. Wir brauchen den militärischen Zugang eigentlich nicht mehr. Wir haben eine direkte Verbindung zum Zwerg. Also... Immer noch eine Runde. Ach man. So, dann lassen wir das hier noch schnell einnehmen. Hätten wir. So, okay, und Eckrund brauchen wir noch. Mehr die Tore mit dem kaputt machen. So gut, dann brauchen wir hier erstmal, dass wir den Gehorsam nach oben bekommen. Wir sollten vielleicht echt noch einen Kommandanten einstellen jetzt und jetzt weiter noch eine Armee aufbauen. Das mache ich jetzt, Leute. Wir machen genug Geld. Unförmig. Feindliche Führerschaft minus 2. Lokale Region.
Schlechter können wir noch nicht holen. Nach der Schamanenhütte können wir den holen. Okay, da müssen wir mal drauf achten. Auch eine Größe des Charakters plus 15, das ist cool. Dann machen wir den, holen wir den Goblin-Schamane. Vielleicht können wir den ja dann irgendwie auf direkte Zaubermaske gehen oder so. So, jetzt habt ihr Hermie, hebt die Banner bekommen. Okay, cool. So einfach ist das. So, ja, dann müssen wir den jetzt ausbauen. Ich hole erstmal hier Spinnreiter der Waldgoblins, die finde ich top. Oder? Spinnreiter der Waldgoblins. 2, 3. Okay, aber ich will jetzt natürlich schon das Maximum ausbauen, was geht. Wobei in die 3 passen erstmal eigentlich. 3 ist okay. So, gut. Dich kann man ja auch noch bewegen. Hat er jetzt hier eine Armee? Eine kleine. Und eine Garnison von 16. Ich sag mal so, wenn wir jetzt, Nimm. Die Wakami draufschicken. Macht er das in einer Runde? Ich denke mal nicht. Ich beschäme mich mal mit denen davor und plünder aber erstmal. Mal sehen, ob ich hier noch plündern kann, wenn ich hier hingehe. So, ich hoffe, ich bin jetzt bei ihm im Gebiet. Ich kann es nicht so richtig sagen. So. Okay, der bewegt sich bis hierhin. Das heißt, nächste Runde müssen wir mit ihm eigentlich ganz normal... Wie weit haben wir uns jetzt bewegt mit dem? Wartet mal. Wir können ein ganzes Stück weiterlaufen. 70% sind wir erst. Nein! Jetzt waren wir bei 48%. Ärgerlich. Na gut, dann laufen wir hier. So! Gut, an sich haben wir alles jetzt bewegt hier. Die schlagen wir gleich nieder. Und ansonsten passt das erstmal so. Dann nächste Runde. So! Du kriegst dann auch Wag, aber Wag könnten wir eigentlich, klar, warum nicht? Bandesjäger. Ich will unbedingt den Lindwurm haben, Leute. Ach nee, wir holen erstmal Marschiere, bevor ich es vergesse. So, okay, jetzt werden wir wahrscheinlich ein paar Städte verlieren. An dieser großen Armee im Norden. Das habe ich. Ich habe es immerhin noch gemerkt, so, aber es ist, man hätte da eher drauf reagieren können. Denke ich. Ach ja. Eure Eroberungen erfüllen die Herzen eurer Feinde mit Furcht, o mächtiger Herr. Die Weisesten unter ihnen wissen, dass das Schicksal auf eurer Seite ist. Das habe ich vorausgesehen. So gut, dann lassen wir uns jetzt erstmal um die Rebellen hier kümmern. Die sind nämlich schon wieder ganz schön stark geworden hier. Wow. Das muss man selber machen. Alter Schwede! Ich habe viel Kavallerie. Damit kann man ein bisschen was rumreißen. Er hat einen Katapult, das müssen wir schnell platt machen. Okay. Das wird interessant auf jeden Fall. Das ist ja richtig schönes. Richtig schöne Abenddämmerung, oder? Ist das Abend? Ja, sieht so aus. Bitte hoch, bitte hoch, bitte hoch. Ja, sehr gut. So. Was haben wir denn hier? Sperrinfanterie. Hier ist so nochmal Sperrinfanterie. Hier auch nochmal. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen mit unserer Kavallerie. Auf jeden Fall müssen wir schnell, wollen wir schnell die Artillerie down bekommen. Bogenschützen hat er auch hier nochmal. 1, 2, 3. Das ist beritten, ne? Okay. So. Jetzt nur. Eigentlich würde es fast mehr Sinn machen, den bei den Reitern zu haben, ey. Wir haben so viel Kavallerie. Aber wir wollen die ja ein bisschen splitten. Ja, das ist halt wieder der Punkt. Deswegen würde ich die schon bei der Infanterie drinnen lassen, den Typen. So, und das ist jetzt das Coole. Da kommen wir jetzt wieder. Moment. Moment. Okay, ich mach's mal so hier. Wie groß ist denn dein Radius? Ich hätte gern, dass alle in dem Radius drinnen sind. Von unserer Infanterie.
Und du solltest nicht so weit vorne stehen. Du hältst nicht so viel aus. Du bist nicht Grimgorg. So, mach mal so hier. So, gut, das machen wir eben mal als feste Gruppe. Stimmt? So, jetzt bleibt das immer so. Sehr gut. So, Katapulte haben wir auch. Das ist wunderbar. Machen wir auf die 5. Ne, ich mach's gleich mal auf die 6. So, haben wir hier irgendwo, was wir nutzen können vom Terrain. Also hier sind wir weiter oben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er vielleicht auf mich geht, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt mit dem Berg mal ein bisschen. So. So, und jetzt heißt es, den von allen Seiten nerven, wie es noch möglich ist. Mit dem Bogenschützen und mit der Kavallerie. Die sollten wir wirklich gut trennen. Würde ich mal eine Gruppe hier so machen. Machen wir noch eine Gruppe. Weiß ich nicht, wollen wir die Bogenschützen, könnte man ruhig zusammenhauen. Das ist okay. Die kann ich ja, ach, die kann ich überall hin bewegen, stimmt. Die kann ich, ach ja, das ist super, das ist super, das ist super, das ist super. Okay. Gut, dann kommen wir einmal, machen wir hier eine Gruppe hin. Wir versuchen die erstmal nur zu nerven, oder? Ich weiß ja nicht, ob das sich auf mich zubewegt, wenn er das... Die haben ja jetzt sogar Wald. Eigentlich wäre es perfekt, wenn er sich auf mich zubewegt. So, hier sind die nämlich versteckt. Wir noch irgendwo Wald. Ein ganz klein, aber da wird er mich wahrscheinlich sehen. Hier ist noch Wald. Ah, ich stell die mal dahinter, mal sehen, ob das funktioniert. So, mit dem Bogenschützen werde ich ihn einfach nur nerven die ganze Zeit, so wie es möglich ist. Wir haben ja mittlerweile, nee, noch nicht, aber wir erforschen ja gerade, dass wir mehr Pfeile haben. So, und euch stelle ich hier hin. Von der Planung gefällt es mir erstmal ganz gut. Reicht das? Ja, sehr gut. Wir müssen wirklich alles, was wir haben, dann immer erstmal auf die Sperrinfanterie hauen, weil wir sehr viel Kavallerie haben. Der hat halt echt nicht viel Bogenschützen, ne? Hier sind ein paar. Hier sind Wolfsreiter. So gut, dann kann es losgehen. Die müssten versteckt sein, theoretisch. Und die sind auch versteckt, also wir müssen erstmal nur auf die aufpassen. Ich hoffe, ich irre mich jetzt hier nicht. Leg mal los, ne? So, mit euch mache ich erstmal Position halten. Und dann schauen wir mal weiter. Ach ja, und Blenkelmodus an. Los. So, alles auf die Sperrtypen. Die sind unsichtbar. Die auf der 3 sind aber nicht unsichtbar. Okay, alles hier schnell auf die Kavallerie drauf im Nahkampf. Wenn er nicht drauf aufpasst, ist das nicht mein Problem. So, was haben wir hier? Das sind Bogenschützen alles. Die haben die noch nicht gesehen im Wald. Die sind unsichtbar. Da können wir gleich auf die drauf chargen. Hier müssen wir extrem aufpassen, dass wir die jetzt nicht verlieren. Geht mal hier drauf. Oh, haben die die jetzt gesehen? Ne, die sind immer noch unsichtbar. Okay, dann drauf. Go. Okay, ihr geht mal zur Seite. Aber ich muss hier oben aufpassen. Guck mal gleich. Ihr geht zur Seite. Und jetzt drauf. Wir müssen aufpassen, hier Sperrinfanterie. Ah, die, sind die schneller? Okay, ich mach mal nur eine Einheit hinterher. Hauptsache, die sind beschäftigt. So, ihr geht auf die Bogenschützen. Ihr geht auf die Bogenschützen. Vielleicht können wir die einkeilen oder so, ich weiß es nicht. Nicht gut. Von hinten. Scheiße. Da habe ich gepennt. Das kriegt man hin. Und das müssen wir auch halten können erstmal. Ich hoffe es zumindest. Wir müssen jetzt von hinten aufreiben. Dürfen uns aber nicht so sehr von denen ablenken lassen. Schnell auf die Bogenschützen. Wir müssen erstmal die Bogenschützen plätten. Kriegen wir die jetzt? Wenn ich die jetzt nicht bekomme, dann schicke ich alles rüber, weil dann nervt das. Ja, da kriegen wir. Zumindest ein bisschen. Das sieht gut aus.
Die wollen schon aufgeben. Alles drauf. Wir müssen aber alles dann sofort rüber schicken. Ich hole schon mal ein bisschen was her. So, und jetzt Zauber wirken. Nicht vergessen. Ein Debuff. Noch ein Debuff. So. Sieht's ein... Halt. Aber wieso... Wieso bewegt er sich denn da nicht dann rüber, wenn ich das so mache? Okay, das ist die Sperrinfanterie. So, geht mal auf die hier drauf, von hinten. Ihr geht hier drauf von Seite. Ihr geht auch drauf, wunderbar. Wir können die Sperrinfanterie von hinten überraschen. Lass das machen. So, hier. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Die sind alle frei. Alle rein jetzt hier. Jetzt hier müssen wir uns noch überlegen dann. Wir müssen, oder? Wir können mit denen auch noch mit Bogen schießen. Das dürfen wir nicht vergessen. Blenkemodus an, Feuer frei. Und geht mal hier drauf. So, das werden wir jetzt noch ein bisschen aufteilen, dass wir überall unterstützen können. Ihr geht auf die Sperrtypen. Hier genauso. So, ihr zieht euch zurück. Wegen den Sperrtypen erstmal. Ah, die wollen wegrennen gleich. Sieht das mal ganz gut aus. Die sind auch gleich down. Wir brauchen dann unbedingt hier ganz dringend Unterstützung dann wieder. Ich verstärke nochmal. Die Waffen. Nochmal die Waffen. Aber die halten das erstmal. Die halten das. Zieht euch mal ein bisschen zurück. So, ganz ruhig. Das sieht gut aus. Okay, macht mal ohne Bogen weiter. Was haben wir denn hier? Sperrkämpfer haben wir gleich. Okay, Sperrkämpfer sind down. So, jetzt ein bisschen aufteilen. Weil nicht, dass die wieder zurückkommen, das wollen wir nicht. So. Und die können jetzt als Unterstützung dazukommen. Von hinten. Das gefällt mir nicht. Zieh dich mal zurück hier. Ah, hier stehen auch noch welche. Das Problem ist, dass der General von denen noch lebt gerade. Also es ist noch nichts entschieden hier. Geht mal hier hin. Mein General ist abgehauen. Scheiße. Wo ist denn der? Der ist nämlich tot. Verpiss dich. Nee, das sind meine Schwertkämpfer. Wo ist mein General? Nicht, dass er jetzt stirbt, Leute. Alles drauf jetzt hier. Unser General ist gestorben. Oh, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh, der war so gut. Okay, macht ihr mal Blenke... Nein, zurückziehen. Blenke-Modus schießen. Das kriegt ihr hin. Ich will das... Jetzt verliere ich das deswegen. Weil ich alle... Naja, mal gucken. Wie mich das ankotzt gerade. Ja, die ziehen sich jetzt alle zurück hier. Die haben keine Führung mehr. Ich fand echt nicht, dass ich schlecht gespielt habe jetzt gerade. Das war wahrscheinlich mein bester Kampf. Und da verliere ich meinen Kommandanten. Ja, mal gucken. So, nichts verloren. Nur mein Kommandant ist verloren. Den gewinnen wir jetzt hier. Kommandanten kann ich mir 9 holen. Geh mal auf die Sperrkämpfer drauf. Aber bitte mit Bogen. Wir haben noch genug Schüsse. Ich habe mir extra die Schüsse alle aufgehoben, weil am Anfang haben wir die nicht gebraucht. Ich hätte etwas mehr auf meinen Kommandanten aufpassen müssen. Ich weiß. Super ärgerlich. So, die Sperrtypen haben wir auch gleich down. Stehen jetzt noch irgendwelche dumm rum. Am besten, ich muss auch mehr mit der Minikarte gucken. Das ist mir auch beim Produzieren aufgefallen.
So, Nahkampfmodus aus. Jetzt gehen wir jetzt hin. Wir killen uns aber auch von denen, Kommandanten, das könnt ihr aber wissen. So, das Ding ist durch. Dass ich den da echt verliere, ey. Ich fand das nämlich, in vielerlei Hinsicht war das wahrscheinlich meine beste Schlacht bisher gewesen. Und wir waren ja auch im Nachteil, was die Stärkeverhältnisse angeht. Ah, ärgert mich. Das ärgert mich jetzt richtig, Donne. So, die verpissen sich auch. Wir brauchen jetzt hier noch Unterstützung. Wir müssen den Kommandanten down bekommen. So, okay, da will ich jetzt auch gleich zurückziehen. Mach mal einen neuen Kommandanten, ich kann es leider nicht ändern. Der Sieg ist nah. Yo. So, könnt ihr noch schießen? Sieht nicht so aus, ne? Mach die schießen. Okay, wir haben gewonnen. Ja, es ist irgendwie ein zweifelhafter Sieg so. Also wir waren im leichten Nachteil und ich fand, dass ich gut gespielt habe. Also im Verhältnis zu sonst. Aber dass ich den Kommandanten dann verliere, das ärgert mich ganz doll. So gut, wir werden aber noch ein bisschen hier platt machen. Ich setze so schnell die Ziele und im Anschluss mache ich dann schnell. So, mach mal ohne Pfeile. Ihr habt sowieso keine. Okay. Okay. Warte mal, der Kommand. Der lebt noch? So, Rache ist süß. Ah, wie es mich ärgert, ey. Okay, dann kippt jemand noch hier bitte. Mann. Gibt man sich so viel Mühe und dann. Ja, ich muss da noch mehr drauf achten. Man lernt aus seinen Fehlern. Ich zumindest. Probier's mal. Ey, guck mal hier, der hatte schon deutlich mehr sich aufgestellt. Und das Verhältnis war ja auch gewesen, dass er leicht im Vorteil war. Zumindest in der Vorschau. Der von euch ernannte Kommandant ist im Kampf gefallen, Herr. Ein Nachfolger muss bestimmt werden, um die Reste seiner Armee zu führen. Es ist zu hoffen, dass er nicht dem gleichen Schicksal anheimfällt. So, der hat plus 3 Führerschaft. Feindliche Führerschaft minus 2 lokale Region. Ich mach mal hier eingebildeter Ork-Wag-Boss. Schade, ich mochte den Schamane gerne. Kannst du die töten? Schaffst du das? Ich will es hoffen. So, das ändert aber nichts daran, dass hier jetzt erstmal einiges verlieren werden. Ne? Also wir müssen jetzt hier aufrüsten. Ich bin ja hier schon dabei. Den können wir ja sogar schon mal dahin bewegen. Wir können dann theoretisch den hier hinmachen und dann über den Befehl Tunnel können wir dann direkt nach Norden, denke ich. Da kann ich nämlich schon mal weiter rekrutieren hier. So. Goblinsteinschleuder. Weiß ich nicht. Geschossschaden 150, Reichweite 380. Na, mal ein bisschen Artillerie hätte ich ja mal Bock, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich gleich 4 Stück brauche. Machen wir es mal 3. So, dann brauche ich auf jeden Fall diese Moschas wieder. Die bauen wir dann nächste Runde. Ich baue mal noch irgendwas, was jetzt schnell geht. Ich baue mal noch so eine, die Reiter nochmal. So, okay. Und wir haben noch super viel Geld. Ich kann das sogar upgraden, dann können wir den Kamikaze-Katapult machen. Machen wir dann später. Die Spinne kann ich, wie gesagt, noch nicht bauen dann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir müssen das jetzt auf Stufe 5 bringen erstmal, das ist wichtig. Wie lange dauert das jetzt noch? Ich brauche 2 Überschuss, also es macht durchaus Sinn, das noch so weiter zu befeuern.
So hier. Und hier habe ich auch nicht genug Überschuss? Nein. Aber es fehlen noch 3 Runden, muss ich warten. Wie lange dauert das? 2 Runden. Okay, dann brauche ich das hier auch gleich noch hin. Das muss jetzt schnell gehen. Steinschleuder will ich hier nicht haben. Ist gar nicht so leicht jetzt gerade. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir ja dann auch noch die Armee weiter ausbauen wollen. So, wollte ich mich bewegen? Können wir? Let's go. Wieso ist meine Wagenarmee dann noch nicht da? Na gut, dann machen wir es so hier. Schicken wir den jetzt ja auch noch hin. Und dann greifen wir an. Dann reicht das dann schon? Ja, der steht schon an der Grenze. Okay, alles klar. So gut, dann machen wir das. Also ich hoffe, dass das zählt als Angriff. Ja. Ja, er muss dann hier stehen. Hier, das müsste passen. Okay. Was? Wieso kannst du nur nicht angreifen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist, wenn ich mit dem... Moment, wir machen nochmal normal. Ach, ja doch, wir machen nochmal. Es muss jetzt schnell gehen. Wir müssen die schnell nach Norden schicken, die Armee. Okay. Einfach nur schnell einen Rambock bauen. Nächste Runde greifen wir an. Das machen wir dann aber automatisch. Wir haben jetzt an dem Norden genug zu tun. Haben wir wirklich so die Wagamee. Das gehört mit so einem Orks. Er hat wirklich nicht mehr viel. Wir nehmen jetzt das noch ein, dann hat er nur noch hier diesen Bereich hier. Gut, aber jetzt die Wagamee alleine nach Norden zu schicken ist blöd, weil die dann unkontrolliert dahin macht und dann auf jeden Fall sterben wird. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Ja, der Zwerg noch eine stärkere Armee, ist aber noch mit Dings beschäftigt. Mit Haarknoten. Dann nehme ich jetzt die Wagamee, die wir haben. Und schicke die... Entweder hier hin oder hier hin. Hier gefällt mir, glaube ich, besser. Das ist nicht verteilt. Ich hatte eine Garnisonsgröße von 6. Das müsste die Armee schaffen. Okay. So. Und wir brauchen ja unbedingt neue Einheiten. Merke ich gerade. Ich könnte dann vielleicht noch ein bisschen bessere Infanterie gebrauchen. Hä? Schade, dass man die ja nicht irgendwie upgraden kann. Ich hätte ja übelst Bock auf die Katapulte. Schussschaden 350. Ich brauche auch mehr Infanterie. Ah, die dauert 2 Runden. Die gute. So hier. Okay. So. Okay, meine Marke mir macht die jetzt platt. Und kriegt meine Unterstützung dazu. Das müssen wir jetzt nicht selber machen, das geht mir so. Okay, sehr gut, das ist schon mal wichtig. Mann, 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 Mann. Hier erlebt man was. Ja, na gut. Ich habe immer Angst, dass sie meinen Krimgurk wegmeucheln, ey. Ja, das wird so Rache geben. Das wird böse. Eieieiei. So gut, wir nehmen jetzt erstmal das Ding hier ein. Okay.
So. Jetzt können wir beides gerne ignorieren, die Armee. Wo ist denn eigentlich mein Agent? Hier. Dann würde ich den auch schon mal nach Norden schicken. Vielleicht können wir den dann ein bisschen verlangsamen hier. Und wir lassen den im Süden. Ja, auch eine Variante. Und verlangsamen den Zwerg, wenn er einmal hier ist. Ja, schick den nach Süden. So gut. Marsch nach Norden. Wollen wir den noch schnell plätten hier? Wir haben bald eine neue Wagenarmee. Mit dem einen haben wir irgendwie verloren anscheinend. Ich wieder nicht. Das ist so nervig. Bring dich schon mal weiter nach Norden. So, die sind unterwegs. Achso, das war die kleine Wagenarmee gewesen, die wir verloren haben. Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht so schlimm. Wir müssen bald eine neue bekommen. Das war jetzt gerade ein Minus, aber das gehen wir dann schnell wieder im Plus. So, wir müssen jetzt erstmal irgendwo hinstellen. Am besten, wir kriegen die schnell hier hin, damit wir das verteidigen können. Aber die können natürlich auch schnell dann hier durch, ne? Aber hier sind wir gerade dabei, was aufzubauen. Bogenschützen hätte ich nur gerne und Infanterie brauchen wir auch. Das Problem ist, die Infanterie dauert immer so lange. Ich bin ja fast überlegen, ob wir nur Ork-Jungs bauen, weil hier brauchen wir zwei Runden. Ja, ich habe mir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch so viel Zeit haben. Ich mache es mal hier. Wow. Krass. So viel Bogenschützen brauche ich eigentlich nicht. Die sind ja vor allem wegen dem Debuff da. Machen wir mal drei Stück davon. Das reicht absolut aus. Dann hätte ich gerne noch welche von dem Streitwagen. Und weiter gut ist. So. Und die letzten Slots würde ich dann mit Infanterie füllen wollen. Die Bilanz wird deutlich schlechter. Aber damit muss man jetzt leben. Okay, nimm. Füg dich erstmal hier hin. Ich bin ja noch guter Dinge, dass wir das unter Kontrolle bekommen.